war mal wieder so ein Tag, den ich an sich ganz gerne mag. Wo ich mich nur zu Haus verbarg und faul auf meinem Sofa lag. Ich streckte mich so richtig aus, da sehe ich plötzlich eine Maus. Sie ist zwar klein, doch voll gemein. Sie zieht hier ein, das darf nicht sein. Brauche keine Hausbesetzermaus, nicht in einem schicken Haus. Ich jage sie am besten raus. Ein paar Tagen war mir klar, dass die Maus geblieben war. Ich sah sie öfters hier und da, krümmte ihr jedoch kein Haar. Naja, doch nicht, sie wohnt hier halt. Draußen ist vielleicht zu kalt. So handelt sie ja ganz direkt und nimmt sich alles, was ihr schmeckt. Sie ist gekommen, um zu bleiben, würde ich sie jetzt vertreiben. Welch Haus- und Bullenstaat, Repressionenapparat. Ist nicht meine Art, versteh die Maus ja ganz privat. So warf ich sie erstmal ins Haus und sprach mir eine Duldung aus. Es war einmal eine autonome Maus, die besetzte einst mein Haus und ich bekam sie nicht mehr raus. Nicht in freien Raum, unter der Couch, den braucht ich kaum. Ein Traum für so ein Meuteleben, Friede, Freiheit, Freiraum eben. Kurze Zeit, die ging so drauf, da kam in mir der Staatsmann auf. Ich wollte nicht mehr den Mäusefang und in der Wohnung den Gestank. So kam der Zank, ich nahm zu kaufen und erstmal nur Gespräche auf. Und ich als Staat, versteht sich auch, ich forderte, was ich nicht brauch. Den Raum unter der Couch zurück und damit all das Mäuseglück. Doch war ich ziemlich und bot ihr ein Ersatzobjekt. Es war einmal eine autonome Maus, die besetzte einst mein Haus und ich bekam sie nicht mehr raus. Darauf gar nicht ein. Mein Gartenloch war hier zu klein. Das kann nicht sein, ihr seht es wahr. Die Schuld von ihr, dass nichts geschah. Dass sie bei mir nicht wohnen kann. Verhandlungen gescheitert waren. Und irgendwann blieb keine Wahl. Ich reagierte echt brutal. Tat mir dann schon etwas leid. Doch wurde es für die Räumung Zeit. Ein Häuserfeind bei mir geschah. Wo ich nun selbst der Bulle war. Echt war ich Christen nach der Maus. Und trieb sie aus der Ecke raus. Bekam sie endlich doch und sie im Garten weiß. Es war einmal eine autonome Maus, die besetzte einst mein Haus und ich sechs Bulle war auf sie raus. Es war einmal eine autonome Maus, die besetzte einst mein Haus und ich sechs Bulle war auf sie raus. Im Nachhinein denke ich bei mir, die Maus war doch ein cooles Tier. Ich hoffe nur, sie bleibt dabei und lebt für immer wild und frei. Ich denke dabei, sie macht es gut und fehlt halt doch der Mäusemut. Wenn wir doch alle so wie sie, dann gibt es Mäuseanarchie. Dann sind wir wie die autonome Maus und besetzen jedes Haus. Damit ist die Geschichte aus.